So, meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zurück bei mir, dem Sonntag auf dem Kanal, zu einem neuen Video von mir. Und ja, im Hintergrund ein Call of Duty Black Ops 2 Gameplay mit der Emta. Ist eigentlich doch eine ziemlich geile Waffe, obwohl die relativ selten gespielt wird, neben dem ganzen SKH und AN-Schwitzern. Er spielt von mir natürlich. Und das Gameplay passt eigentlich ganz gut, denn ich habe nur einen Tod, ist glaube ich 25 zu 1, wenn mich nicht alles täuscht. Also ein Drittel der Kills in Team Deathmatch ist ja schon nicht schlecht. Wie gesagt, die ganzen anderen Modi spiele ich nicht so gerne alleine. Und weshalb ich gesagt habe, es passt ganz gut zum Videoinhalt, liegt schlicht und einfach daran, dass ich jetzt heute mal einfach meine Meinung dazu sagen möchte, wieso. Viele sagen, gerade ich auch, dass Snipen in Black Ops 2 einfach overpowered und overused ist. So. Und, zwar, wie gesagt, overused ist halt einfach, dass jede Schwuchtel in Black Ops 2 irgendwie eine Sniper-Klasse hat und die spielt. Ich habe jetzt meine mittlerweile wieder rausgemacht, weil ich hatte mich halt Prestige gesetzt und habe dann einfach mir halt auch die 10 Klassenplätze irgendwie gefüllt, bis ich halt meine Standardklasse ist wieder frei hat. Mittlerweile bin ich wieder Level 5, also 55. Und ja, ich spiele jetzt zurzeit auch eher wieder BO2 statt Advanced Warfare, wenn ich COD spiele, weil ja, es ist halt AW, werde ich jetzt nicht mehr spielen, bis sie den Netcode patchen, aber das ist ja ein anderes Thema, da könnt ihr euch mal ein anderes Video angucken, das verlinke ich hier dann jetzt mal kurz, also das AW-Video. Und ja, wie gesagt, Snipen ist mega overused und jetzt zu den Gründen, warum es overpowered sein soll. So. Erstens hat man bei Konsole in Shootern in der Regel immer ein Aim Assist. Den kann man zwar ausschalten, aber gerade für Snipen bietet dieser Aim Assist einen riesigen Vorteil. Denn das ist da genauso wie mit den Shots. Ich würde nur sagen, es ist sogar noch krasser als bei den Shots. Weil, wenn man halt hereinzoomt mit der Waffe, ja, das ist praktisch die Logik von diesem Aim Assist, ist man beim Reinzoomen so leicht auf den Gegner gezogen wird mit dem Fadenkreuz. Das könnt ihr auch ganz gut sehen, wenn ihr einfach mal, also im Zombie ist es noch krasser, da würde ich das aber ausstellen, weil es tötet euch einfach nur. Könnt ihr einfach mal ausprobieren mit einem Kumpel, geht mal kurz in eigene Spiele und halt, guckt, dass ihr die Zielhilfe eingeschaltet habt und zoomt so ein kleines Stück daneben, ist scheißegal mit welcher Waffe. Ihr werdet genau auf das Schlüsselbein, also sozusagen die Mitte von der Brust, ein bisschen darunter, wird dann eure Waffe zielen. Ja? So, das ist gerade für die Sniper natürlich ein riesiger Vorteil, weil du einfach nur reinzoomen musst und dann im richtigen Moment abdrücken, auch während der Gegner sich bewegt, dann hast du einen Kill. So, dann hast du gleichzeitig dazu noch, wenn du mal das Timing ein bisschen failst, ja, ist das eigentlich auch nicht so krass, weil die Hitbox in Black Ops 2 total verschoben ist, ja. Also Hitbox, sprich, ist halt dieses Gebiet, in dem deine Kugel sozusagen treffen. Du verschießt in Call of Duty, verschießt du keine richtigen Kugeln, ja, sondern du verschießt einfach Hitmarker. Und diese du musst halt einfach drauf sein, abdrücken und du triffst. Bei zum Beispiel Battlefield verschießt du Kugeln, ja, da musst du, da fliegt dann halt die Kugel und nicht nur der Hitmarker. Das bedeutet, du musst vorzielen, aber das kommt jetzt gleich noch dran, ja. Vor diesem verschobenen Hitmarker profitieren halt gerade die Sniper. Das ist dann dieser Moment, wenn du stirbst und sagst, meine Güte, der war nie im Leben drauf, wenn du es dir in der Killcam anguckst, ja? So. Dann, als nächstes ist die Sniper einfach nur wie so eine Shotgun, würde ich eigentlich schon fast sagen. Und da die Shotguns verhasst sind, frage ich mich, weshalb jetzt einige Sniper sich darüber aufregen, dass auch Sniper verhasst sind, ja? Aber die einzigen Leute, die sich halt wirklich mit dem Gesnipe feiern, sind die Sniper selbst. Alle anderen hassen die. Ja, ist einfach mal so. Das war jetzt nämlich auch die Anregung für mich, dieses Video zu machen. Und zwar, dass ich jetzt eine ellenlange Diskussion hatte mit einem Sniper, sage ich mal, auf YouTube. Der Typ hat auch schon so einen Namen gehabt, wo er Snipes geschrieben hat mit kleines Z, großes Z, kleines Z. Ja. Und da jetzt der eine tot, auch durch die Sniper eben, ja, ist halt einfach scheiße. So, und dann, was allerdings dieser Typ für Argumente gebracht hat, dass die Sniper, wie gesagt, einfach underpowered wäre, wirklich in Black Ops 2, ja. Dass du fürs Reinzoomen total lange brauchst, ja.
ist vielleicht für die Hardscoper ein Nachteil, aber für die ganzen Quickscoper ist es eigentlich nicht unbedingt ein Nachteil. Weil wenn du musst nicht mal ganz reinzoomen, um den Gegner zu töten, ja? Du musst ja einfach nur Zoom drücken, im richtigen Moment abdrücken, wenn du glaubst, du drauf bist. Wenn man da wirklich ein bisschen Sniper gespielt hat, hat man das auch ganz schnell drin, ja? Spreche aus Erfahrung, ich snipe eigentlich so gut wie nie. Wie gesagt, ich habe meine Sniper-Klasse auch draußen, obwohl ich da drin gar nicht mal schlecht bin, muss man dazu sagen, ja? Ich mach's einfach nicht, weil es gegen meine Prinzipien ist. So. Dann, zu guter Letzt ist es halt noch, dieser epische Realismus einfach in Call of Duty, ne? Dass vor allem, gerade auf Nuketown, die ganzen Spastis mit der Sniper durch die Gegend rennen, ja? So. Und man regt sich auch darüber auf, wenn man gehardscoped wird, worüber die Sniper ja eigentlich gemacht sind, regt man sich eigentlich auf, dass er einen nicht gequickscoped hat. Wenn er einen gequickscoped hat, regt man sich aber trotzdem auf. So, was meint ihr denn dazu, wie das mit dem Snipen in Call of Duty ist, ja? Seid ihr auch so der Meinung, das ist total overpowered und overused, oder sagt ihr, ja, juckt mich doch nicht, oder seid ihr selber ein Sniper? Ich meine, ich kenne selber auch Leute, die snipen und die sind schwerst korrekt, ja? Aber die können halt auch mit normalen Waffen umgehen. Und wenn ich dann so eine Statistik sehe von wegen 26.000 Abschüssen mit Ballista, 25.000 Abschüssen mit DSR, 105 Abschüsse mit der MP7, ja, da tun mir schon so ein bisschen die Augen weh. Also wie gesagt, liebend gerne, was ist eure Meinung dazu? Haut's mir unten in die Kommentare. Über eine Bewertung bzw. ein Abo würde ich mich äußerst freuen. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Sanitäter, bis zum nächsten Mal. Tschüss.